Hallo Leute, es geht weiter mit einer neuen Runde Lucius. Ich habe das Foto jetzt gemacht nochmal, während die beiden, wie gesagt, Betthäschen da vorne weiter rumeiern. Gehen wir... Du sollst doch jetzt nicht 1000 Fotos hier von sonst was machen, Lucius. Du sollst die Tür einfach aufmachen. Und dann suchen wir mal Jovita. Die meistens eigentlich genau im Schlafzimmer... von den Eltern rumeiert. Nee, nicht da. Schon dein Onkel, da ist sie doch. Genau, und der zeigen wir das jetzt mal. Wie denn eigentlich? Da. Da ist das schöne Beweisfoto. Guck mal, Jovita, guck mal. Hast du deinen Theo? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, Jovita, guck mal. Jovita, ja, bitte. Guck mal, bitte. Guck mal, das Foto. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Schon deinen Onkel gesehen? Ja. Kann sie das... Ach so, sollen wir das vielleicht hier einfach nur hinlegen irgendwo? Dass sie das sieht dann. Mit Gedankendingenskontrolle. Warte. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Nun lass mich das doch mal machen jetzt mit dir. Stell dich doch nicht so an. So, und jetzt das Foto. Hallo, Lucius. Das Foto, das Foto, das Foto. Hast du deinen Theo, deinen Onkel, das legen wir jetzt hier mal hin. Oder was mache ich jetzt damit? Ein bisschen verwirrt jetzt gerade. Meine... Schon deinen Onkel gesehen? Meine magischen Fähigkeiten überfordern mich. Hallo, Jovita. Lucius. Hallo, hallo, hallo. Theo, Onkel Tom, du putzt doch hier immer. Siehst, sag ihm bitte. Ich muss mit dann ihm packst reden. Du das Foto da rein und... Bibbel. Hallo, Lucius. Also wir können sie manipulieren. Das, da müssen wir doch was machen können. So, und jetzt? Musst du jetzt deine Stärke wieder lang. Jetzt Hast ist es vorbei. Deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihn bitte. Ich muss mit ihm reden. Ultimative Teufel. Dingsbums. Ja, aber wozu der Schon Scheiß? Deinen Onkel gesehen? Er benutzt das blöde Foto ja nicht. Er hat das so... Guck mal, er hat das sogar in der Hand. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihn bitte. Ich muss mit ihm reden. Also ich verstehe das jetzt gerade nicht, was ich jetzt hier mit dem blöden Foto machen soll. Sie soll sich Hallo, das doch angucken. Lucius. Schon deinen Onkel gesehen? Ich würde das ja auch irgendwo hinlegen, aber macht er ja auch nicht. Da, wo sie putzt, ist sie dann drauf stößt oder so. Hä? Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Hallo, Lucius. Hallo, Lucius. Schon deinen Onkel gesehen? Hallo, Lucius. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte. Das macht gar keinen Sinn, was ich hier mache. Voll blöd. Scheiße. Benutzt das Foto doch mal. Onkel gesehen? Ja, hier da auf dem Foto ist dein... Mein Onkel. Mein Onkel, nicht dein Onkel. Mann. Also wenn sie da... Ich meine, wenn ich ihr das gebe, könnte es natürlich sein, dass sie sagt, ey, woher hast du das? So. Weißt du? Also müssen wir das irgendwo hinlegen? Vielleicht hier mit einem Kissen irgendwie? Oder können wir das vielleicht mit was kombinieren? Foto. Von dir geschossenes Foto. Kombination nicht möglich. Streichhölzer, Glasrattengift, Nagelpistole. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Nein, das Notizbuch wohl nicht. Irgendwas müssen wir mit dem Foto machen können. Wir können es ihr anscheinend nicht geben. Und hier in das Schlafzimmer packen wir natürlich auch ungeschickt. Schon deinen Onkel gesehen? Ja, aber warum nicht, ne? Warum nicht einfach geben? So, hey,
hey, ich habe die beiden fotografiert für dich. Und wenn man das bei ihr irgendwie ins Zimmer legt, von der Jovita, wo weiß ich, wo jetzt Jovitas Zimmer wieder ist. Keine Ahnung, wo Jovitas Zimmer ist. Was mache ich denn mal mit dir hier? Deinen Onkel Tom gesehen? Ja. Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ich muss auch mal mit dir reden, du. Nee, hier hinlegen darf ich das ja nicht, weil, weißt du, dann wäre das ja hier im falschen Zimmer. Auch klar. Ihr geben können wir auch nicht. Also eigentlich wäre diese Machtgeschichte wirklich das Logischste. Weil, einfach weil. Schon deinen Onkel gesehen? Weil sie sich auch manipulieren lässt. Und dann muss man einfach nur das eigentlich wohin gelegt haben, damit sie das dann selber nimmt. Deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Und wie war das mit dunklen Ecken? Da war doch auch noch was. Können wir das auch von hier hinten? Ehe du Objekte über Gedankenkontrolle benutzen kannst. Hallo Lucius. Hast du deinen Theo, deinen Onkel? Ich bin Tom verwirrt, gesehen? Aber das bin ich ja gerne hier in diesem Spiel irgendwie. Wenn ich dann aber wechsle von Gedankenkontrolle auf das, geht das überhaupt? Schon deinen Onkel gesehen? Die ist aber auch voll verwirrt, ne? Voll verwirrt, die Gute. Ich werde mir jetzt mal Hilfe holen, weil sonst eier ich hier wieder ewig rum. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich immer die Katze mache und mir Hilfe hole, weil... Deinen Onkel Tom gesehen? Ihr seht ja, dass ich es probiere. Und es ist... Also ich tippe... auf Gedankenkontrolle und das Foto irgendwo hinpacken, wo sie es haben will. Und meine nächste Idee wäre, ihr Zimmer aufzusuchen. Aber wenn das nicht stimmt, will ich wissen, was ich jetzt hier falsch mache. Also bis gleich. Ah, da bin ich wieder. Kann ich natürlich lange eiern. Schon deinen Onkel gesehen? Ich soll nämlich zu ihrem Zimmer. Und da können wir dann das Ding hinbringen. Hätte ich es mal gemacht. Aber naja. So, lass das mal nicht. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo war. Hier irgendwo ist... Ja, alles klar. Direkt hier. So. Was steht jetzt im Notizbuch? Habe ich das jetzt hier? Hallo? Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jovitas Zimmer verstecken. Habe ich gemacht. Und jetzt kommt sie. Von dir geschossenes Foto. Okay. Dann... So. Tür zu. Soll sie kommen. Jovita! Jovita, Jovita! Es ist was Schlimmes passiert. Ach nee, hier wollte ich ja gar nicht hin. Wo ist sie denn immer da? Jovita! Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Hab ich doch. Geh mal jetzt runter. Hast du deinen Onkel gesehen? Geh mal runter. Hör mal auf zu putzen jetzt. Mann. Ja, aber Onkel Tom ist Susan gesehen. Bababa. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jovitas Zimmer verstecken. Ja. Jetzt habe ich das Foto da drinne. Fehlt denn noch ein Beweis? Fehlt noch irgendwas? Ich habe doch keine Ahnung. Oh. Hast du deinen Theo... Gedankenkontrolle jetzt vielleicht? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Jetzt vielleicht? Hast du die Gedankenkontrolle und dann... Du musst erst deine Stärke wieder erlangen. Ist sie noch in Gedankenkontrolle? Nö. Hast du deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Jetzt ist sie zwar dann in dieser Trance. Hört das jetzt auf gleich? Ja, ne? Kann ich weggehen und dann hört es auf? Nee, dann hat die das immer noch. Das heißt, wir könnten in der Zeit das schaffen, oder? Schon deinen Onkel gesehen? So, wir laufen los.
Achso, nee, dann muss ich das ja wieder ändern. So ein Unsinn. Das muss ich ja dann... Das ist blöde... Oh, das Bad. Das wollen wir mal gleich ändern hier, das Kreuz. Ist nicht schön. Da ist der andere Pornoraum. Was ist mit den Leuten eigentlich los hier, ey? So, da ist das Foto. Aber irgendwie... Das kann so nicht benutzt werden. Die muss halt da drauf jetzt gesteuert werden, ne? Dass sie sich das mal anguckt jetzt hier. Oder fehlt uns noch was? Tja. Können wir das nehmen? Das sind ja die Ohrringe. Ey, wir haben die Ohrringe gefunden. Jovita hat die Ohrringe geklaut? Boah. Krass. Alter, dafür wird sie sterben. Sie hat Mamas Ohrringe geklaut. Das geht gar nicht. Und hier wollte ich gar nicht hin. Irgendwie müssen wir die jetzt dazu kriegen, dass sie sich das anguckt. Deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag mir, ich muss mit ihm reden. Schon deinen Onkel gesehen? Und dann hört es jetzt auf. Weil ich kann die Tür nicht aufmachen in der Zeit, wo ich sie kontrolliere. Da kann was nicht stimmen. Deinen Onkel Tom gesehen? Das kann nicht richtig sein. Hallo. Okay. Also so, das kann ich, weil ich ja Spielende hatte, kann ich jetzt die Dings wieder benutzen, aber wahrscheinlich auch nicht mehr so oft. 3 von 6 Anwohner... Oh so, oh. Das sollte ich vielleicht mal lesen. Lucifer hat diese Spieluhr gesegnet, sie hilft dir dabei... Nein. 3 von 6, das ist ja scheiße. Naja. Die anderen Sachen werde ich dann eben so finden müssen. Ich hab dein Foto schon längst hingelegt. Sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Du musst nur endlich mal kommen. Du musst nur kommen. Du Olle. Schon deinen Onkel gesehen? Ich weiß nicht, wie ich sie dazu bringen soll. Vielleicht mit einmal schlafen gehen? Wäre ja auch noch eine Idee. Was wird uns jetzt eigentlich angezeigt? Sie wird uns angezeigt. Foto haben wir schon gemacht. Können wir denn schlafen gehen? Ich probiere das mal aus. Denn weit ist es ja nicht entfernt. Können wir schlafen gehen? Nee, das würde automatisch jetzt passieren. Ist ja doof. Ja, in einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Damit ist natürlich die Kamera gemeint. Hast du dein Tier... Deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ah, wie kriege ich die jetzt dazu? Und wenn wir hier einfach diese Dingensgeschichte machen? Geht das hier? Nee, ne? Das geht ja auch nur, wenn... Ich wollte gerade sagen, was benutzt er da? Das geht ja nur, wenn die in der Nähe ist. Unsere Manipulationsgeschichte, ne? Können wir die auf Flagranti jetzt erwischen oder so? Geht das vielleicht? Das ist auch ein perverser Raum. Darauf freue ich mich auch schon. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zu den beiden runtergehen? Zu den anderen? Ich weiß es nicht. Schon deinen Onkel gesehen? Oder können wir irgendwie hier noch mit ihr das hier machen? Aber damit können wir meistens nur Dinge manipulieren und nur, wenn die in der Nähe sind. Also Telekinese, Kraft, Gedankenkontrolle ist ja eigentlich eher das, was wir bräuchten, damit sie sich das endlich mal anguckt. Und es funktioniert bei ihr ja auch.
Oh, ey, das macht mich wahnsinnig. Dieser Scheiß hier. Da war schon wieder ein Spielzeugauto. Lucius hat schon wieder nicht aufgeräumt. Ich weiß jetzt halt nicht, ob wir die beiden jetzt erwischen dürfen, weil wir das Foto gemacht haben. Das ist halt jetzt die Frage, aber jetzt bin ich hier in den falschen Kämmerräumen. Warte mal, da müssen wir auf die andere Seite. Es gibt ja auf beiden Seiten diese Kammern. Da müssen wir hin. Eigentlich ist es direkt unter Jovita, immer gar nicht weit entfernt. Können wir die jetzt erwischen oder ist dann Spielende? Wenn die sagen, wir sehen mich... Hallo, nackter Arsch. Kann ich mit dir reden? Nee, guck mal, dann können die mich sehen. Das heißt, es gibt dann wieder ein Spielende. Können wir wieder ein Foto machen? Hast du etwas gehört? Guck mal, jetzt habe ich dasselbe Foto nochmal gemacht. Weil die sind einfach zu blöde. Das ist nicht. Keine Ahnung. Pack mal die Kamera weg, Lucius. Ja. Immer laufe ich in die falsche Richtung. Hast du deinen Theo, deinen so. Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jovitas Zimmer verstecken. Aber alle Beweise sind doch das Foto, oder nicht? Noch ein Cut. Okay, so, dass wir alle Beweise da unten hin tun sollen. Ja, das habe ich verstanden, aber ich wusste nicht, dass die Beweise der andere Krempel sind, den wir schon im Inventar schleppen. Und das soll da jetzt anscheinend auch rein. Genau, da kommt jetzt hier ein Ausrufezeichen. Schön. Das pack mal, mach mal halt ordentlich auf hier. Ah, das haben wir jetzt. Hä? Jetzt haben wir das Rattengift dahingestellt. Und noch irgendwas? War's das? Kommt's jetzt? Sollen wir nochmal alles abgucken? Da war doch nichts, oder? So, irgendwas fehlt uns jetzt noch, oder was? Ein Glas Rattengift, äußerst tödlich. Was ist das da hinten? Was ist das? Oh. Immer alles schön fallen lassen. Also das Rattengift, das und das, und dann fehlt noch irgendwas. Okay. Rattengift. Sollen wir das vielleicht kombinieren mit irgendwas? Lucius? Haben wir noch das hier? Vielleicht die Flasche? Kann so nicht benutzt werden. Okay, dann irgendwie unsere Kamera. Jetzt haben wir das auch nochmal fotografiert. Wie das hier aussieht, so voll auffällig alles inszeniert. Okay, du hast ein bisschen viel Fotos jetzt gemacht, Lucius. Das ist ein bisschen too much, glaube ich. Pack die Kamera mal weg. Haben wir was anderes? Vorhängeschloss. Vorhängeschloss. Wieso geht... Objekt... Hä? Was hat das Vorhängeschloss jetzt hier mit... Jetzt kommt sie. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst... Vorhängeschloss? Ich muss mit ihm reden. Oh mein Gott. Wie kann er mir das antun? Warum? Warum?
Warum? Warum? Warum bin ich so dumm? Warum? Warum? Können wir jetzt hier wieder was mitnehmen, warum? Oder? Können wir das wieder mitnehmen, oder? Vorhängeschloss und das andere, also damit das am Ende alles ihre Schuld ist, ne? Ach, damit das am Ende, da, das Vorhängeschloss und Rattengift, weil sie hat die Ohrringe gestohlen, dann ist die Alte dran. Ist sie jetzt wieder hier? Nee. So, wir gucken mal in unser Tagebuch. Sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen. Ja. Das ist natürlich sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Lucius, was hast du wieder vor? Warum? Oh. So, was können wir mit ihr Schönes machen? Irgendwas lässt sich doch sicherlich hier machen. Was ist das da? Hier ist das Gerüst. Irgendwas Schönes. Können wir sie nicht einfach runterschubsen? Mit Gedankenkontrolle irgendwie was machen? So, und jetzt stürzt sich runter. Guck mal, dann blinkt das doch. Du musst erst einen Menschen kontrollieren, ehe du Objekte. Okay, kriegen wir hin. Arme Jovita. Aber sie war halt traurig. Todsünden. Und das war's schon wieder mit dem nächsten Mord. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Muñez eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante Delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat im Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Januar 1973, der Verstand kann nicht alles verarbeiten? Habe ich so schnell nicht gelesen. Ich habe so das Gefühl, bald haben wir sie alle gehabt. Als nächstes ist Tom dran. Onkel Tom, er trinkt nun schon seit einem Monat. Anscheinend hatte er wirklich Gefühle für Jovita. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Ich habe die Kamera gefunden. Es muss hier etwas nützlich. Das hatten wir doch alles schon.
Nützlich. Ich habe etwas vom Gift aus der Kammer in Toms Whiskyflasche gegeben. Ja. Dann wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben, glaube ich, liebe Leute. Der kleine Lucius kann es einfach nicht weiterlassen. Ich würde immer so gerne nach vorne drehen, damit man sein fieses, kleines, ausdrucksloses Gesicht sieht. Aber nein, ruckelnd geht es weiter. Hoffentlich nicht so doll ruckelnd wie in den letzten Parts. Mit Lucius, Leute. Bis dann.